So, da sind wir auch schon wieder zurück nach dem Cut in einer ganz neuen Aufnahme. Und wir machen direkt weiter in Episode 5, genau. Und holen uns dort die restlichen drei, also in den restlichen drei Kapiteln noch die blauen Minikits. Und wir legen gleich in Kapitel 3 los. Dagobah. Herausforderung, wir nehmen natürlich, nee, Darth Vader nicht. Wir nehmen die Geister, haha, habe ich ganz vergessen. Denn die sind ja unbesiegbar. Ist wesentlich schlauer, die zu nehmen. Okay. Dann gucken wir mal. Ich habe hier wieder mein Handy geöffnet. Da kann ich nachlesen, wo sich die Minikits befinden. Ne, Moment. So. Jetzt ist er auch ein Geist. Ja, okay. Wie gesagt, ich lese es dann immer nach, wenn ich ruhig bin auf meinem Handy. Ich habe zwar noch einen zweiten Monitor, aber ich kann ja während des Spielens nicht auf den zweiten Monitor wechseln und von daher, also ich kann ja nichts auf den zweiten Monitor machen und deswegen ist es ein bisschen unpraktisch und besser, wenn ich einfach auf dem Handy nachgucke. So, dann gehen wir mal weiter. In dem Abschnitt befinden sich zwei. Können wir nicht hier lang? Nee. Wow, geschafft. Okay. Das nächste befindet sich links. Und ich werde diese Aufnahme übrigens die restlichen Minikits suchen. Da komme ich nicht rüber. Also ich werde alle blauen Minikits in dieser Aufnahme finden. Oder suchen. Und hoffentlich finden. Sehr gut. Ja. So, das sollten jetzt alle für diesen Abschnitt sein. Abschnitt 2 warten auch wieder zwei Stück. Also hier. Ist da drüben eins? Nee, da ist irgendwas. Nee, ist was anderes. Na, von hier aus kann ich noch nichts sehen. Einmal, wow, feuchtig. Okay. Wow. Das war ein sehr gezielter Sprung. Und Mann, ich wollte das doch auf meinem Handy deaktivieren, weil da schaltet sich automatisch nach einer bestimmten Zeit der Bildschirm ab. Nee, wie mache ich denn das? Nee. Hier. Ah, hier. Ja, nice. Das hier? Nein! Oh Mann. Sorry, ich drücke hier gerade rum und treffe nichts. So, okay. Entschuldigung. Entschuldigt meine Unprofessionalität. Wir legen gleich los. So. Ach, da ist schon eins. Ja. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch nach rechts gehen. Ja. Grandios. Dann bauen wir mal das Floß hier zusammen. Ja, wär gut, wenn ich draufgesprungen wäre, ne? Wäre nicht schlecht. Kann ich da vielleicht... Komm. Ja. Jawohl. Ich hab's doch noch drauf. Auf meine alten Tage. Ich bin ja schon fast 80, wer es nicht wusste. Ich weiß, man hört das meiner Stimme nicht an, aber ich bin definitiv so alt. Ganz klar. Ist keine Lüge. Wow. Komm heran, Boot. Komm. Oder Floß. Ist ja eher ein Floß. Da kommt er angesegelt. So, stehen wir in unserem eigenen Geist drin. Das hört sich sehr falsch an. Achso. Okay. Ja, die nächsten Minikits sind wir dann erst im nächsten Abschnitt. Jetzt ist die Frage, weil wir können hier noch nach links gehen, ne? Oh Mann, das ist so verwirrend. Aber ich glaube, das hier war echt gemeint. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen echt hier lang. Weil hier gibt es mehrere Wege nach Rom. Und deswegen ist die Beschreibung halt etwas verwirrend. Weil da steht halt Abschnitt 3 so und so. Aber ich weiß ja nicht, was mit Abschnitt 3 gemeint ist. Aber ich glaube, das hier ist richtig. So.
Okay. Das wird in der Superstory auch nochmal interessant. Ach, da. Okay. Ja. Hoch. Okay, jetzt bin ich kurz desorientiert. Jetzt eigentlich hier lang. Da kommen wir doch wieder zu Yodas Haus, oder? Ja, nein, vielleicht. Ja, okay. Musste mir das nur kurz im Kopf zusammenreimen, wo ich genau lang gehen muss. Na, ich brauche aber schon. Pro Level brauche ich echt 10 Minuten. Wenn's gut läuft, sage ich mal. Also manchmal brauche ich auch weniger. Ja, doch, ich muss hier lang. Das war jetzt wieder blöd. Oh, ich hab's geschafft. Ja. Okay. Ich töte die gerade mal. So. Darth Vader. Geile Aktion. Vader. Good game. Mann, wie soll ich denn jetzt darüber kommen? Einen Moment vielleicht. So. Sechs haben wir. Wo ist das siebte? Ja. Oh Gott. Nein! Ich sollte nicht gleichzeitig spielen und auf mein Handy gucken. Aus Gründen. Ja. Ich glaube, hier ist nix. Dubidub. Da ist echt nix. Das habe ich mir schon gedacht. Da drüben vielleicht? Ja, geh mal hin. Da oben hin, dann wäre das schon das siebte. Okay. Ja, hier sind's. R2 bitte. Dankeschön. So, sieben Stück haben wir schon mal. Wir kommen ja voran. Dauert aber echt ein bisschen immer. Ach, fuck. Ja, Mann, ey. Es dauert immer so lang. So. Hier. Finde ich aber schön. Ja, genau. Spawn mich halt wieder hier. Danke, Spiel. Ich finde schön, die Droiden, die sind immer in der Nähe des ausgewählten Charakters. Die Droiden sind ja auch ziemlich wichtig für die Level. Und wir dürfen wieder gegen Fake Darth Vader kämpfen. Hallöchen. Aber er sieht uns nicht, weil wir Geister sind. Hui. Die letzten beiden finden wir dann im nächsten Abschnitt. Okay. Hi. Und er portet sich, na klar. Cheater. Mann, die Level dauern halt immer, wenn man. Weil wir jetzt zum Beispiel gegen Darth Vader kämpfen müssen. Wenn wir nicht gegen ihn kämpfen müssten, dann würde das jetzt auch nicht so lange dauern. Aber ich kann ja nichts machen, ne? Ist eben die Sache. Grandios. Ich nutze die Macht. Ich kämpfe als Geist gegen mein altes Ego. Ist irgendwie eine coole Vorstellung. Der Geist Anakin Skywalker gegen sein altes Ego Darth Vader. Schöne Comic-Idee. Oder so. So, naja, dauert jetzt auch nicht so lange. Los! Ah. Grandios. Okay. Hallo? Ach da. So. Ein einziges fehlt noch. Ja, wir gehen mal nach drüben.
Okay. So. Ach, da vorne schon. Okay. Na, ging ja. Wann ist nicht so schwierig versteckt? Ja, 9 Minuten 40 haben wir gebraucht. Aber liegt noch in unserer Zeit, ne? Wie gesagt, also 10 Minuten pro Kapitel peile ich schon an. Ist ja gut. So, Peilung. Dann gehen wir jetzt ab in Kapitel Nummer 5. Fünfos. So. Ich kann kein Latein. Gefangen in der Wolkenstadt. So. Hier kriegen wir Darth Vader mit als Sith. Oh. Da hinten könnte prinzipiell auch eins sein. Ne, erst wieder im nächsten Abschnitt. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier rüber. Mit R2Q5. Kennst zwar kein Schwein, aber. Vom Prinzip her. Von hier aus kann ich ja nicht. Ja, kann ich mal vorbei so. Ne, es reicht nicht. Juhu! Das war echt schön. Der ist auch verreckt. So. Wunderbärchen. Achso, muss ich noch aufmachen? Ich war mir eben nicht ganz sicher. So. Ja. Achso. Die verstecken die Minikits auch immer in solchen Ecken. Da guckst du gar nicht nach, ne? Weil da in der rechten Ecke, da gucken 90% der Spieler nie hin. Echt so. So. Okay. Na toll, muss ich jetzt mal hinschieben. Na, so. Ja. Achso, muss ich hier noch? Ah, ja. Das dauert gar nicht lange. So. Okay. Da könnte ich aus Prinzip auch noch mal rein. Nee, das ist nix. Dünn. Hier. Droiden greifen sie ja zum Glück einfach nicht so an. So. Mach die Musik mal ein bisschen leiser für mich. Meine Güte. Wie mir die drei hinterherlaufen, ist echt schön. Ja. Hä? Ach so. Wie liegt denn das hier? Aufs Maul! Moment, der sieht. Der kann mich doch gar nicht sehen! Cheater. Ich dachte, jetzt kann ich ihn einfach angreifen. Muss schon wieder gegen mein altes Ego kämpfen. Aber im letzten Kapitel war es ja nur eine Illusion. Ja, betäuben. Geht natürlich nicht. So. Ich beeil mich mal. Wie gesagt, ich will jetzt nicht ewig in jedem Kapitel hier rumhängen. Na, komm, mein Freund. Ja, klar. Ach, Mann. So. Hüpf halt rum, wie du lustig bist. So. Na super. Den nächsten finden wir auch erst. Okay. Das nächste gibt es erst im nächsten Abschnitt. Komm schon. Komm schon. So. Okay. Ist aber schon praktisch als Geist, ne? Der fliegt einfach mal rüber. Geil. So. Ja. Hä? Sagt ihr mir das? Hallo? Achso, ich kann da einfach durch, oder? Dann bin ich blöd. ich dachte die ganze Zeit, hä, warum geht das nicht an? Ich
Ich bin auch so schlau. Ist echt schön, Leute. Bin gar nicht verpeilt. Ich nehme mal wenigstens nicht so spät auf, wie immer die letzten Aufnahmen. Falls ich die letzten Aufnahmen immer so ruhig war, dann einmal, weil ich wahrscheinlich frustriert war. Und zum anderen, weil es einfach schon ziemlich spät war. Und da wollte ich jetzt nicht so laut rumschreien. Weißt du, sonst beschweren sich noch die Nachbarn. Von daher. Wo ist das nächste? Achso, haben wir schon. Sehr gut. Ja. Hallo. Das fünfte. Okay. Ups. Ach da. Ich sollte vielleicht erstmal die Augen aufmachen und der Geist hängt da gerade rum. Ist auch schön. So, fünf Stück und das sechste gibt's hier. Ja, ach hier. Das wäre dann schon mal das sechste. Das nächste finden wir dann auch erst im nächsten Abschnitt. So. Oh nee, der Abschnitt dauert jetzt wieder ewig. Ob wir das jetzt in 4,5 Minuten schaffen, weiß ich nicht. Ich kann es mir schon mal parat legen. So. Was passiert, wenn ich hier schon mal aktiviere? Und ihn dann haue? Ja, genau. Jetzt gerade jetzt geht's aus. Leck mich doch. Als Geist ist es aber wesentlich angenehmer, muss man sagen. Ach, Gott sei Dank. So. Aufs Maul, aufs Maul. Also ich mag ja Darth Vader. Oder halt Anakin Skywalker generell. Im gewissen Sinne geht es ja eigentlich auch um Anakin Skywalker. In der ganzen Star Wars Geschichte. Klar, jeder hat seinen Lieblingscharakter. Also jeder, der Star Wars mag, aber... Irgendwie ist es ja schon... Ja gut, ich meine, es ist halt... Ein ganzer Epos in dem Sinne. Es ist halt ein riesiges Universum und... Im gewissen Sinne dreht sich dann... Also die Filme zumindest... Eigentlich schon um Darth Vader. Achso, falsche... Oh Mann. Es dauert gar nicht lange, alleine das hier. Hust, hust, hust. Das Geile ist einfach, es ist gerade keine Kampfmusik, weil er uns nicht sieht. Weil ein Geist greift er ja nicht an. Deswegen ist gerade so eine ruhige Musik. Ich finde das richtig schön. Weil die Kampfmusik finde ich ehrlich gesagt ein bisschen stressig nach einer Zeit. In Lego Star Wars. Weil die auch einmal ein bisschen zu übertrieben hier eingesetzt ist. Also muss man leider sagen, die Musik haben sich hier ein bisschen zu übertrieben eingesetzt an manchen Stellen. Also Musik ist natürlich trotzdem cool, aber... Mit der Kampfmusik haben sie es an manchen Stellen einfach etwas übertrieben.